Hallo, ich bin Asol. Ich bin dieses Jahr Mitglied bei den jungen Festivalbloggern und bei mir sitzt heute die Kinderjury. Als erstes möchte ich euch gerne fragen, wieso habt ihr euch denn dafür beworben? Möchtest du gleich mal anfangen? Ich bin Lotte. Ich habe mich dafür beworben, weil die Nordischen Filmtage einfach toll sind und wir eh oft in den Norden fahren, also eh Ferien und so. Und ja, dann dachte ich mir halt, oh, bewerbe ich mich mal und ja. Dann kam halt die Antrag, also ja, es würde und es klappt und da habe ich mich halt total gefreut, ja. Das klingt doch wirklich super. Und worauf freut ihr euch denn am meisten? Möchtest du gleich in der Mitte weitermachen? Ich bin Amelie und ich glaube, ich freue mich am meisten, neue Leute kennenzulernen und die Filme mir anzugucken und zu bewerten dann halt eben und am Ende den Preis zu verleihen. Das kann ich gut verstehen. Und was habt ihr bis jetzt so gemacht? Also wir waren heute Morgen erstmal beim Kino und haben uns einen Film angeguckt und dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und sind zu Frankfurt gegangen. Und dann waren wir beim Hanse-Museum und haben uns da was angeguckt und ja, jetzt sind wir hier. Und wie fandet ihr den ersten Film, den ihr geguckt habt? Wie war gleich der Einstieg oder der erste Eindruck? Ja, also der erste Eindruck war auf jeden Fall cool, weil man da halt eigentlich fast alleine so im Filmsaal sitzt. Da war noch eine Schulklasse dabei, die ebenfalls mitgeschaut hat, aber ansonsten war es ziemlich toll. Und ja, wir haben Rosa and the Stone Troll geguckt. Ich darf ja nicht so viel verraten, aber eigentlich ist es ein schöner Film. Aber eher für kleinere, würde ich sagen. Also unsere Altersklasse ist jetzt nicht so ganz entsprochen. Und was ist denn allgemein so euer Lieblingsgenre? Also ich würde sagen, dass ich nicht so wirklich ein Lieblingsgenre habe, sondern eher so alles gucke und mir auch irgendwie alles gefällt, wenn der Film halt eben gut ist. Gut, das kann ich verstehen. Ich freue mich sehr, euch die Fragen gestellt zu haben und euch kennengelernt zu haben. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit bei den nächsten Festivaltagen. Danke. Tschüss.